Besonders Sven Giegold hier begrüßen zu können, danke mich dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, hier bei uns zu referieren über den Green New Deal. Ja, ich würde gerne Folgendes machen. Zunächst mal etwas über die Krise sagen, dann vielleicht Ihnen und euch das Wort geben, darüber kurz zu sprechen und dann unsere Alternativen vorzustellen. Des Vermögens und folglich. In dem Vortrag geht es eigentlich um zwei Fragen. Erstmal, wie sind wir in die Krise eigentlich reingekommen, also eine ordentliche Krisenanalyse. In Milliardenhöhe Gelder verschwenden. Aber das Interessante daran ist, dass man Folgendes sieht. Es gab Regeln, aber diese Regeln wurden durchlöchert und waren nicht wirklich durchgezogen. Als zweites die Frage, wie kommen wir wieder raus? Und da gibt es im Grunde diese vier Säulen des grünen New Deals erstmal. Es gibt sozusagen erstmal den Auftrag der Stabilisierung. Dann komme ich sozusagen auf das, was Sie gesagt haben, zurück. Die zweite Säule ist ein sozial-ökologisches Investitionsprogramm. Die dritte Säule ist ein neuer Ausgleich auf weltwirtschaftlicher Ebene zwischen den armen Staaten und den reicheren. Und die vierte Säule ist die konsequente Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Das sind die vier Säulen des Green New Deals. Das ist das ganze Programm und danach hat man eine gute Diskussion. Du hast schon mal was gesagt, das ist ja hier im Vorrang. Ja. Wenn Sie sagen, dass Big-Staaten aus dem Euro aussteigen, hat ein hohes Defizit. Das ist genau. Schöne Wand, dass diese Banken. Warum darf der Staat da nicht eingreifen? Doch. Und ich fand das toll hier, weil offensichtlich viele Leute da waren, die sonst mit den Grünen gar nicht viel zu tun haben. Und das ist eigentlich das Schöne. Und es sind gute Fragen gestellt worden. Ja, wenn Sie sagen, dass Sie gerne über Gerechtigkeit reden, dann muss ich mal sagen, was mich jetzt persönlich gestört hat. Ja, wenn man jetzt aber sozusagen darauf spekuliert, dass das ganze System total okay, dann müsste ich Gold kaufen. Oder hat man das einfach ausgeblendet und gedacht, na, das löst sich schon irgendwie? Ich finde auch generell, dass die Leute die etwas klügeren Fragen stellen. Das ist schon ein bisschen Unterschied auch zwischen anderen Veranstaltungen. Also das macht es auch spannend, hier an der Uni Wahlkampf zu machen.